Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, und ich mache heute mal einfach ein Experiment. Ich versuche nämlich das Bild auf meinem Laptop aufzunehmen und den Ton nehme ich nebenbei auf meinem Computer auf. Ja, wenn das Ganze gut funktioniert, dann haben wir ein großes Bild und ein synchronisierten Sound. Ja, das Einzige, was dann halt fehlt, ist die Hintergrundmusik. Gut. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Und ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie mache ich denn das? Ich mache das mal ein bisschen leiser. So, dass er den Sound einigermaßen gut mitnimmt. Ja. Okay, ihr Lieben. Ich wollte heute an der Schmiede weiterbauen. Und natürlich muss das Ganze erstmal noch ein bisschen größer werden. Wieso darf ich das jetzt nicht nehmen? Das? Okay, hier passiert gerade nichts. Jetzt geht das hier schon wieder los. Ärgerlich, ärgerlich. Okay, ich mache meinen Aufnahmestopp. Okay, weiter geht's. Ja, weiß auch nicht. Der musste sich jetzt erstmal das Antivirenprogramm starten. Und das hat wohl irgendwie die gesamte Leistung gefressen. Ja, ihr merkt, es ist nicht immer alles ganz so leicht. Naja, was soll's. So, ich finde, heute stockt's auch ein bisschen. Woran kann denn das noch liegen? Moment mal. So, geht besser? Nee. Ach, ich weiß doch auch nicht. Manchmal ist es wie verhext. Ich mache hier erstmal eine komplette Wand. Aber erst gucke ich mal, ob ich bei den Optionen noch irgendwas ändern kann. Grafikeinstellungen. So, hier habe ich schon deutlich runtergeschraubt. Gehbewegungen sind auch aus. Eigentlich ist alles aus, es müsste alles gut laufen. Ja, das ist ärgerlich. Gut, ich hoffe. Es klappt schon mal für diese Aufnahme. So. Ja, die Schmiede wollte ich mit euch bauen. So. Da müssen natürlich auch ein paar Fenster mit rein. Aber nicht zu viele. So. Das nehmen wir dann natürlich wieder weg. Das gehört da nicht hin. Hier machen wir so ein kleines Fenster hin. Und hier auch. Und hier dazwischen soll dann die Treppe hochgehen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Dann. Okay, dann mache ich hier. Hier. Ein großes Fenster noch hin. Und hier machen wir zu. Und hier geht dann die Treppe hoch. Nehme ich mal an. Oder so. Ich weiß noch nicht genau. Ruckelt doch ganz schön, Leute. Ich weiß auch nicht. Ach Mensch, kann das nicht einfach einmal richtig schön flüssig und prima laufen? Anscheinend nicht. So, dann mache ich jetzt erstmal nur eine ganz normale Aufnahme. Ich muss nämlich auch erstmal testen, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So eine 15-Minuten-Folge oder sowas. Und dann schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, wie das geworden ist. So, das kommt da alles dran. Das da auch. Und ich würde sagen, wir machen erstmal einen richtig schönen Holzkasten. Und dekorieren dann danach. Und reißen auch danach an erst Fenster rein und so. Ist es da höher von der Seite? Ja. Hier muss ja eh auch noch eins höher. Und schon wieder bleibt er so hängen. Ob das inzwischen an der Welt liegt oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es äußerst ärgerlich. Muss ich bei der Bildaufnahme nochmal abbrechen? Den Ton lasse ich einfach wieder laufen. Schauen wir mal, ob wir das Ganze noch hinkriegen. Oh, da ist es wieder. So, noch von alleine. Ach, Mann, Mann, Mann. Oder ob die Welt inzwischen doch schon so kaputt ist. Durch was auch immer. Ich weiß es nicht. Wow, doch, diese Schmiede sieht jetzt schon mega toll aus.
So, hier draußen kommt dann ein großer Platz hin. Oder ein mittelgroßer Platz hin, wo halt auch nochmal ein Amboss steht zum Arbeiten im Freien. Das schauen wir uns gleich an. So. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach so diese Erdefläche nämlich mit. So, das auch alles. Und warte mal, vielleicht hier außenrum auch noch. Und dann habe ich eine Idee, wie ich das Ganze gestalte. Das muss jetzt erstmal sein, sonst vergesse ich das wieder. Und zwar machen wir da. Davon habe ich nicht genug, aber davon habe ich eine ganze Menge. Vielleicht nehme ich auch lieber die, ich weiß noch nicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall möchte ich da eine Reihe Half-Slabs machen und dann da drüber eine Reihe, danach dann eine Reihe irgendwas anderes. So war dann eigentlich unklug, dass ich das hier weggemacht habe. Da wollte ich ja bloß ein festes Fundament einziehen. So, hier drüber kommt jetzt. Da, doch, das ist in Ordnung. Da kommt nichts hin, da kommt nämlich eine irgendwas drüber. Und hier müssen wir die oben hinsetzen. Da machen wir die auch nur oben, weil wir haben es ja nur auch nicht, dass wir hier die Steine verschwenden. So, und hier drunter entsteht dann so ein schöner Hohlraum, den wir auch in irgendeiner Weise noch nutzen, denke ich. So und so. Und hier oben drauf kommt dann noch der Amboss hin, den ich dann auch schnell mal so erreichen kann. Hier kommen dann die Zäune drüber und dann können wir das Ganze überdachen. Dann würde ich sagen, ist das damit schon mal in Sack und Tüten. So, und wir wollen das Ganze natürlich auch von drinnen erreichbar machen. Da machen wir dem hier noch eine Tür rein. Und dann gibt es nämlich hier eine Treppe. Ich stelle mir einfach mal noch ein Crafting Table hier mit hin. Eine Werkbank. Die haben wir einfach mal hier in der Ecke. So und zack. Jetzt läuft's doch, oder? So. Ich beschrei es ja auch immer wieder, ne? Jetzt läuft's doch. Super, dass ich das auch immer sag. So, gleich mal da eine Tür rein. Am besten zwei. Ist ja auch eine Zweier Größe. So, und das muss ich dann. Ach, das darf ich nicht. Ich darf auf Treppen keine setzen. Ist das so? Ach, das ist ja ärgerlich. Aber auch nicht übermäßig. Da machen wir das ganz einfach. Was mache ich hier für einen Fußboden rein? Hier muss ja nicht mal unbedingt ein Holzfußboden sein. Aber ich mache hier erstmal. Ich mache hier erstmal. Ich kann es ja dann immer noch austauschen. Und dann setze ich jetzt hier die Türen dran. Zack. Ess eine Kleinigkeit. Müsste jetzt eigentlich schon mal wieder schnell schlafen gehen. Mache ich auch. So. Bin auf dem Weg. So. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Habe ich aber anscheinend nicht. So, dann düse ich hier noch hoch. Das ist natürlich verkehrt. Ich weiß auch nicht, bin ein bisschen durch den Wind. Ist auch gar nicht so einfach, hier so auf verschiedene Monitore gleichzeitig zu starren. Ob der eine noch den Ton aufnimmt und ob der andere noch das Bild aufnimmt. Ach, schön. So, aber es scheint doch zu laufen. So. Gut. Ein Bett bekommt er hier auch noch, würde ich mal sagen, oder? Wir können ihn ja hier nicht ohne Bett sein lassen. Wollen wir das vielleicht auch, können das auch noch anders machen? Wir wollen ja, dass der nicht abhauen kann. Zumindest nicht einfach so. Dann zäunen wir doch das Ganze hier so ein, dass man da normalerweise nicht runterkommt wieder. Dann mache ich jetzt hier einen Stein drauf. Und dann ziehen wir hier noch eine kleine Steinmauer hoch. Ja, so machen wir das.
Okay, das haben wir. Von drin sieht das jetzt natürlich mega blöd aus. Ups, darum kommt hier an die Seite ein Holzlein dran und auf die Seite kommt auch ein Holztreppchen. Und schon ist das Ganze gar nicht mehr so schlimm, dass das hier nicht ganz gerade ist. Obwohl gerade ist es ja schon. Ist halt nur nicht. Naja, ihr wisst schon. So, und hier könnten wir eigentlich dasselbe Prinzip wie draußen versuchen. Weil hier, wo richtig mit Feuer gearbeitet wird, da möchte der ja eigentlich nicht, dass seine ganze Bude abfackelt. Und so. Und darum machen wir da auch wieder so einen Stein und in die Mitte dann dieses hier. Die High-Slabs. Zack. Und kann man trotzdem nutzen alles. Und ich denke, das sieht sogar ganz gut aus, ne? Sogar 5x5, das heißt, es gibt hier eine genaue Mitte. Und hier kommt dann der Ofen hin, an die Wand. Der Kamin, meine ich. Ihr seid schon alle fertig mit Backen. Super, so, was machen wir jetzt hier für ein Holz als Boden? Da könnten wir ja mal. Das Dunkle würde ich auch gern wieder als Dach nehmen, also würde ich sagen, nehmen wir auch wieder das Helle, das Birkenholz, hier als Fußboden, damit die ganzen Häuser halt schon immer ähnlich aussehen und dann bloß immer mit verschiedenen Materialien noch kombiniert werden. Weil es soll ja letzten Endes auch ein schönes Gesamtbild werden. So, das muss alles weg. Und weil wir ordentlich sind, machen wir auch unter der Treppe diesmal mit. Da muss ich erstmal gucken, ob ich Birkenholz noch in der Kiste habe oder ob ich das abernten gehen muss. So. Aber ich kann ja eh unten mal an die Kisten noch ein bisschen Materialien abgeben. Guten Tag. Was ist mit dir los? Du möchtest einfach so verbrennen? So, okay, schauen wir mal. Dreck. So. Sand. So. Kakteen mache ich erstmal. Da habe ich Kakteen drin, aber da gehören die eigentlich nicht hin, weil Kakteen sind ja eigentlich mehr Pflanzenzeug. So, Birkenholz. Wow, unglaubliche Mengen. Das lasse ich mal drin, ganz einfach. Hier packe ich auch mal noch einen rein. Und da sehe ich gerade, dass ich noch mehr Dreck dabei habe. Den Stein, den wollte ich eigentlich. Ne, den brauchen wir nicht. Und dann nochmal das ganze Monsterzeug wegpacken. So. So. Okay, die Äpfel. Dürfen da mit rein und da haben wir doch auch schon eine ganze Menge, würde ich mal so sagen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Menge für den Anfang, wenn man wirklich Pferde besorgen möchte, also Pferde vermehren möchte. Doch, das hier gefällt mir auch ganz gut. Ist das zufällig auch eine 5x5? Das ist auch eine 5x5 Fläche, ne? Eigentlich eine Tür. Nee, dann ist das. Wieso ist denn. Ach, die Wand ist. Ach so, weil das hier durch. Ah, okay. Können wir so lassen. Ich habe bloß gerade geguckt, ob das Ganze symmetrisch ist. Halt auch im. Überall. Wand. Das ist die Wand mit der Tür. Ich habe erst überlegt gerade, ob man dann doch eine einzelne Tür reinmacht und keine zwei. Aber. So sollte das gehen. So, noch eine Minute machen wir mal und dann würde ich sagen, dann schaue ich, ob das Ganze funktioniert und sollte es funktionieren, was ja jetzt gerade eigentlich ganz gut aussieht, jetzt läuft es ja doch ganz flüssig, sollte es funktionieren, dann bin ich doch eigentlich auch schon glücklich. Sollte das Ganze funktionieren, dann mache ich doch hier gleich mal eine längere Aufnahmesession. Denn ich bin über das Wochenende wieder nicht da und dann würde ich vorneweg produzieren.
sodass ihr das quasi gar nicht merkt, dass ich nicht da bin. Und bald fahre ich auch 2 Wochen in Urlaub. Ja, darüber erzähle ich später mal. Jetzt würde ich sagen, flitze ich noch nach da drüben zum Haus. Durch die Tannennadeln hindurch. Und da verabschiede ich mich dann auch schon wieder. Wir sehen uns wieder, vielleicht gleich, vielleicht erst an einem anderen Tag, je nachdem, wie gut das gelaufen ist. Okay, bis dann, ihr Lieben. Tschüss!